Geschichte vom fernsehverrückten Frank. Schon als Wickelkind war Frank unbeschreiblich fernsehkrank. Nach dem Frühstück um 9:30 schrie er, ich will Fernseh sehen. Und noch mitternächtlich spät hockte Frank am Bildgerät. Frank saß wie von einer Fessel, festgeschnürt auf seinem Sessel, wollte nicht zum Spielplatz springen, nicht mal basteln und nicht singen, wollte nicht spazieren gehen, wollte nichts als Fernseh sehen. Niemand, nicht mal Dr. Sieber, heilte Frank vom Fernsehfieber. Pillen kriegte Frank und Spritzen, doch er blieb vom Bildschirm sitzen, war zu träge aufzustehen, schrie nur, ich will Fernseh sehen. Augen groß wie Birnenstiele, starrte Frank die Jahre viele auf das Fernsehgeflimmer, doch dann schlich er aus dem Zimmer, seufzte, ich will schlafen gehen, möchte nicht mehr Fernseh sehen. Und vom Sitzen steif und schief ging der Frank zu Bett und schlief. Als der Fernsehapparat hops ins Kinderzimmer trat und befahl mit barschem Ton, auf den Frank, hier bin ich schon. Müde nach des Tages Last, klotzte Frank auf seinen Gast. Die verflixte Fernsehröhre sprach, Verzeihung, wenn ich hier störe, aber einen Freund wie dich lasse ich nimmermehr im Stich. Und sie hat den Frank zur Nacht völlig um den Schlaf gebracht, hängt sich wie eine Klette fest und rücksichtslos ans Bette. Wenn der Frank auch noch so schrie, Fernseh will ich nie mehr, nie! Ganz vergeblich flennte Frank, war nun doppelt fernsehkrank. Niemand konnte ihn vom bösen Fernsehapparat erlösen. Jeden kann es so ergehen, der nicht aufhört, fernzusehen. Und jetzt abschalten.